Hallo ihr, heute zeige ich euch verschiedene Möglichkeiten, euer Smartphone so zu sperren, um es für andere unzugänglich zu machen. Eine Möglichkeit, die sowohl bei iOS als auch bei Android-Geräten funktioniert, ist eine PIN-Sperre. Hier legt ihr einfach nur eine Zahlenkombination fest, die beim Entsperren des Handys eingegeben werden muss. Damit euer Code nicht entschlüsselt werden kann, verwendet ihr am besten weder einfache Zahlenkombinationen wie zum Beispiel 1111 noch persönliche Daten wie euer Geburtsdatum. Die sicherste Art ist ein Passwort. Einfach ein Wort eingeben und bestätigen. Außerdem gibt es Tastensperren, bei denen man mit dem Finger ein Muster nachfahren muss. Diese Möglichkeit ist allerdings nur für Android-Geräte verfügbar. Aufgrund neuer technischer Entwicklungen ist es möglich, anhand eures Fingerabdrucks oder durch eine Gesichtserkennung das Smartphone zu entsperren. Allerdings sind diese Varianten noch nicht sehr gut erprobt und daher noch nicht zuverlässig. Tipps zu Passwörtern und mehr findet ihr übrigens im Bereich Hacker und Sicherheit auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!